Servus und willkommen zurück zu meinem Let's Play Live Dying Light 2. Jo, wir sind hier irgendwo, also wir sind nicht im Wasser, wir sind wahrscheinlich vor dem Wasserturm. 130 Meter, jawohl, da ist er. Das ist der Wasserturm, das ist unser Ziel. Jetzt lassen wir hier aus dem Tagebuch unser Wasserturm. Die Bienen können wir machen, wenn wir was im Wasserturm aufhaben. Das Fury Quick kann ich dann auch nochmal probieren. Wenn wir den haben, die Story. Das ist schon Level 2 Story Quest inzwischen. Das heißt, die entspricht, oder? Wir sind wahrscheinlich schon höher als Level 2, oder? Keine Ahnung, wir haben da Stufe 3 und da Stufe 2. Wie genau sieht das aus, wirkt, weiß ich auch nicht in meiner Hauptstufe, aber ich meine, wir kriegen ja auch Stufe 3 Waffen inzwischen. Von dem her, glaube ich, zählen wir als Hauptstufe 3 und machen Stufe 2 Quests, also von dem her alles easy. Wir benutzen unsere Axt, warte mal, wir haben ja noch Schaden-Parcours-Angriffe, Highscreen-Cap. Kampf-XP, wir sind eben ziemlich hart auf Kampf noch geskillt. Warum wird mir ganz viel neues Zeug angezeigt? Aha. Oh, warte mal, Schaden mit Einhandwaffen. Wir haben ja eben, die Axt ist ja Zweihandwaffe, oder? Kampf-XP, Einhandwaffen, 7,7. Außer Kosten im Nahkampf runter, Regeneration hoch. Schade, so gehen wir. Ach komm. Dann müssen wir jetzt die Maske nehmen, nicht die Cap, sondern die geile Maske. Die hier ist einfach schlechter. Die kann man eigentlich auch wegballern. Ich meine, da haben wir höhere Ausdauerregeneration, aber... Oh, geil. Geiler Scheiß. Dann schauen wir gleich die Handschuhe noch rein, aber auch neue Jägerhandschuhe. Kann ich irgendwas welches Müll deklarieren, so wie bei Tiny Tina? Nö. Was haben wir denn? Wir haben Kampf-XP, Schaden, Einhandwaffen... Wir statt gegen Menschen und Ausdauerkosten für den Nahkampfwaffen auch runter. Ist natürlich geil, außer Fernkampfwaffen, außer unser Parcours. Ja, das bringt uns so jetzt eigentlich gar nichts. Behalten wir unsere Fighter-Handschuhe. Einhandwaffen haben wir ziemlich hart geboostet. Hier haben wir für Zweihandwaffen Tankshirt. Wir haben ein neues Stufe 1er Tankshirt bekommen. Macht sogar mehr Schaden. Hat aber sonst halt irgendwie ein bisschen Crap, da fähige Schadenswirkung gegen Menschen fast besser. Weil er deutlich mehr Schaden hat. Ja, du hast einfach schlechter. Okay. Wir hatten ja auch neue Armschienen. Was haben wir Armschienen? Wir haben Sunny-Armschienen bekommen. Kampf-XP hoch. Was machen unsere neuen Sunny-Armschienen? Schadenswirkung bei Nacht. Ausdauerkost-Parcours runter ist natürlich. Cool-Pauschal, Schadenparcours, Heilungsgeschwindigkeit, Parcours-XP. Jo, die sind auf jeden Fall geil, die ziehen wir dann später an. Ja, okay, Schaden-Einhandwaffen haben wir eben eh nicht. Kampf-XP plus 5, ja, behalten wir aber die. Weil wir werden jetzt ziemlich sicher bekämpfen. Wir haben neue Schuhe. Ich schaue mir natürlich zuerst an. Wir haben einfach Zweihandwaffen 6,3% und hier haben wir Einhandwaffen 6,9%, aber Kampf-XP. Nicht mehr XP, nein, da behalte ich den Damage. Das sind gar keine specialige Schuhe, habe alles nur so grauen Scheiß. Und eine neue Jogginghose habe ich. Ich meine, ich laufe nur eins herum. Was haben wir bekommen? Eine Fighterhose haben wir, aber das ist offenbar eine normale, die macht nicht so viel Schaden gegen Menschen. Ist sogar schlechter wie bei der hier. 2,2, 2,1, ja, okay. Aber Ausdauerkosten runter und Einhandwaffen-Damage hoch. Ja. 3,1, 3,8. Schadenswirtschaft gegen Menschen 2,2. Ja, haben wir hier die 2,1 und Ausdauerkosten nachgefahren 2,9. Ja, ja, Ausdauerregeneration hat die halt nicht. Aber komm, wir nehmen mal die. Was machst du? Ja, okay, nee. Nee. Das ist eigentlich auch cool. Ausdauerkosten Parcours 4,3, Parcours XP. Die mache ich dann, wenn ich mit der Quest fertig bin. Wenn ich mit Quest durch bin, muss ich halt wieder umziehen, nicht vom Kämpfen weg auf Ding. Wir haben hier unsere Vierer-Arzneien, das ist gut. Dann gelangen sie zum Wasserturm. Das ist unser Ziel. Ui. Hier ist ein GRI-Haus. Da drüben. Da kommen wir auch, würden wir auch reinkommen. Cool, dass wir auch in fast alle Häuser reinkommen. Nicht suchen, ich will hier hinterhalten.
Zack. Teile, du hattest eh nichts. Du, ja, du erst. Ja, okay, da kann ich hier im Blut suchen. In der Blutlache ist aber auch nichts drin. So, Leute, da ist der Wasserturm da unten. Du bist schon ein Bandit. Da stehen auch Infizierte drin rum. Gelangen sie zum Wasserturm. Dann gehen wir jetzt hier rum. Impfstoffbehälter erkannt. Irgendwo da drüben ist ein Hemmstoffbehälter. Und da wahrscheinlich im Wasserturm, irgendwo da oben oder so. Weil es ist Story Quest. Oh. Leute, ihr habt mich nicht gesehen. Da bin ich lang. Oh mein Gott, ich muss niesen. Ja, oder auch nicht. Jetzt hat sich's erledigt. Höher, als ich dachte. Okay, die drücke einfach. Verdammt. So. Zack, ich habe halt auch einen Heavy Attack, Dude. Oh. Oh, fuck. Oh, shit. Ich verkacke eben hart. Warum sind es so viele? Ach komm! Okay, ich muss hier raus, irgendwie. Irgendwie. Hoch, 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 hoch. Hier verbrennt. Wurfmesser. Und da stelle ich mir noch mal ein, zwei Arzneien her. Komm, holen gleich drei. 120 Honigrest. Okay. Seid ihr alle schon mal ein bisschen low? Ja, natürlich kriegt er mich wieder. Oh, fuck! Lol, als ob ich das mich double-teamen. Okay, meine Ausdauerkosten mit der Axt sind jetzt nicht so dramatisch. So. Huh. Dann, die drehe ich einfach. Geh mal rein. Nein. Da unten ist es. Jawohl. Sophie, Jack und Joe sind im Turm. Sie jagen ihn in die Luft. Oh Gott. Wenn sie das machen, haben wir keine Wasserquelle mehr. Komm schon, Aiden. Der Turm ist vermint. Versuch, die Sprengladungen zu entschärfen. Okay, wir haben hier auf jeden Fall UV-Licht. Wir haben da unsere Tür. Das ist alles außenrum. Das haben wir da gezeigt. Achso, noch ein Toter. Um es vermieden, die Sprengladungen entschärfen. Fitness die Sprengladung. Okay, ich habe auch kein Zeitlimit. Das ist gut. Dreier Wurtbrand ist auch geil. Leder und ein Armreif. Flaschen. Ah! Entfernen. Okay, ich muss irgendwo nach oben. Da. Da vorne ist noch was Grünes. Ach Leute, hier liegt noch ein Armreif drin. So, dann war es das hier. Dann gehen wir jetzt halt hier hoch. Und wir gehen halt hier rüber in der Hoffnung, dass... Nein. Guck
Komme ich hier direkt weiter hoch? Es sieht nicht so aus. Da komme ich auch nicht rein. Nope, da oben ist eine andere Ebene. Das heißt, ich muss hier rüber. Natürlich verkacke ich erstmal wieder. Die nächste Sprengladung, Leute. Ich sehe es nicht. Ich bin noch 20 Meter. 23, 24. Und jetzt springen gehe ich auf 23. Das heißt, 22 sogar mit dem Doppelsprung. Das heißt, die ist da oben. Ich sehe hier aber immer noch keine Sprengladung. Ich muss hier irgendwie weiter hoch. Da außen sind so Dinger. Ah, da geht's hoch. Oh. Okay, das war schlechter als ich erwartet habe, aber komm, das schaffe ich doch, oder? Au, okay. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Zack. Ja. Ich muss auch aufpassen, nicht, dass ich ein Ding vergesse. Da ist mein nächster Jump-Punkt. Muss ich jetzt runter? Und da drin sind auch Gasflaschen. Ich muss offenbar darüber springen. Easy. Darüber und darüber. Und hier kriege ich einen Shortcut. Natürlich ist hier wieder eine Sprengladung. Also ich wollte eigentlich grundsätzlich einfach so reinschauen, weil einfach. Ja, aber okay, das war die zweite Sprengladung. Ich muss auch noch mehr finden, offenbar. Warte mal. Hier kann ich hochklettern, dann komme ich da oben raus. Ah, ich muss sogar natürlich. Wenn ich hier nicht weiterkomme. Außen ist auch nichts. Okay. Da kann ich so hoch, da muss ich gar nicht hier die Dinger nehmen. Da ist der nächste Shortcut, die Leiter. Ja, ich muss ja einfach direkt hoch. Jo, du bringst uns doch um. Willkommen hier nicht lebend raus. Keiner wird das. Gib mir den Sprengzünder, Jack. Nein, wir wollten doch einfach nur Schutzgeld einsammeln. Jack, gib ihn zurück. Wir werden nicht nur was verdienen. Wir werden sterben. Jack, ich warne dich. Finden und entschärfen Sie Sprengladungen. Oh, ich muss weiter hoch noch. Okay, zu der Tür geht's auch rein. Vorne ist die Kiste. Hier muss doch noch eine Sprengladung. Ja, genau, das ist direkt vor mir. Also zuerst die Hemmstoff hier auf. Wir kriegen stabile Schienen. Oh, Tankarmschienen. Die muss ich mir nochmal anschauen. Und zweimal Hemmstoff. Nice, dann kann ich direkt hier ein Upgrade wieder machen auf. Wir sind bei 160 Leben und 180 Ausdauer. 160 Leben ist gut. Ich meine für 180. Was brauche ich da? Oh nee, für 180 für einen Dropkick. Okay. Hat sich schon erledigt. Ich nehm auf jeden Fall das Leben. Und Ausdauer natürlich geil wäre, aber so bin ich zumindest bei 3-3. So, Punkt habe ich keinen übrig. Warum auch immer das immer noch markiert wird hier. Ah, ist ein neues Ding. Keine Ahnung. Inventar. Armschienen. Oh, aber wir waren schon Tank. Die neuen Tank geben ganz viel anderes.
keine Kampfsituation. Und die neuen geben Schadenswirtschaft gegen Menschen. Mehr Schaden mit Zweihandwaffen. Schadenswirtschaft bei Nacht. Die gegen Feuer und Elektrizität. Die gegen Gift. Fernwaffen. Komm, ich nehme die einfach für mehr Schaden und mehr Schadenswirtschaft gegen Menschen. Gibt sogar keine Kampf-XP dadurch, aber es ist nicht das Sommerrad. Ich gewinne meine Kämpfe. So, und jetzt mache ich noch die Bombe hier weg. Das dürfte die letzte sein, vermute ich mal, weil ich ganz oben bin. Zack. Und das Wasser ist gesichert. Jo, ich muss trotzdem da irgendwie hoch. Kann halt wahrscheinlich einfach hier rum. Aber geht es, dass ich hier so einen Walljump mache? Ah, fast. Komm, das will ich ausprobieren. Boah, das hat geklappt. Wie geil. Und jetzt muss ich klettern sie auf den Wasserturm. Okay. Ich könnte natürlich innen durch, da. Ich muss natürlich hier nach außen gehen und einfach außenrum hochklettern. Ist offenbar eine Möglichkeit. Komme ich innen durch auch nach oben? Ah nee, da ist dicht. Ach, hab ich jetzt nochmal Loot. Oh, stopp. Dere und Sunny Armschienen. Nochmal Armschienen. Okay, hoch komme ich hier aber nicht. Ach, verdammt, dass meine Nase jetzt so jucken. Das ist schlimm. Das heißt, ich muss so oder so hier raus. Jetzt einfach hier hochklettern. Oh mein Gott, ich muss da rüber jumpen. So, jetzt bin ich oben. Habe ich es doch noch geschafft. Ich schau links rum. Okay, es geht weiter rum. Öffnen. Okay. Erstmal hier die Kisten kaputt. Ich sehe, dass hier nichts drin ist, aber hauptsächlich sind weg. Wow, so lange wie ich hier. Entweder die Arschlöcher vom Bazar oder die PKs. Die werden hinter uns her sein, sobald wir hier runterkommen, Kumpel. Es fällt es runter und die hören mich. Wir haben verloren, Mann. Dass sie mich nicht sehen, ist eh schon ein Wunder. Wir können nicht gegen alle kämpfen. Deshalb ist jetzt die Zeit für ein Feuerwerk. Keiner kommt hier lebend raus. Joe, ich will nicht sterben, du Arschloch. Joe. Wer ist da? Stopp! Oder wir jagen den verdammten Turm in die Luft. Das schwör ich. Ich hab die Bomben. Ja komm, ich tu verhandeln, oder? Ich hab dir Bomben gefunden. Reden wir. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Wir jagen diesen verdammten Turm in die Luft. Ihr kapiert nicht. Es ist vorbei. Ich will, dass es vorbei ist und die Stadt sicher verlassen. Helft mir, dann helfe ich euch. Mach dir nichts vor, Jack. Niemand wird uns hier lebend rauslassen. Schau, ich bin ein Pilger. Ich schon. Lasst uns das Teil einfach hochjagen. Mach nur. Ich weiß, dass du es nicht tust. Hör nicht auf ihn, Jack. Es ist vorbei. Jag ihn hoch. Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Joe, warte. Joe. Hey, ist das nicht der Pilger vom Bazar neulich? Ja, das bin ich. Vielleicht. Pilger oder Papst? Na und? Ach, kapierst du es nicht? Wenn er ein Pilger ist, dann kann er uns hier rausbringen. Aus der Stadt. An einen sicheren Ort. Ich traue diesem Mistkerl nicht. Du traust niemandem. Ich hab dir gesagt, versuch's auf die nette Tour mit Barney, als wir die Chance hatten. Hör doch wenigstens einmal auf mich. Nette Tour mit Barney? Wozu? Damit er endlich aus dem Bazar abhaut. Nach dem, was wir von den Peacekeepern erfahren haben. Wir haben den Pisser gewarnt, ihm eine Chance gegeben, abzuhauen. Aber er hat sich für cleverer gehalten. Barney gewarnt? Wovor? Naja, unter anderem vor Lukas, der ihn wegen Waffenhandel reinbringen wollte. Er hatte schon seit Wochen eine Falle für ihn ausgelegt. Und anstatt die Höflichkeit zu besitzen, sich zu verziehen, hat er versucht, schön Wetter zu machen. Du meinst, Barney wusste, dass Lukas hinter ihm her war? Der Idiot wollte einen Krieg in Old Villedorf vom Zaun brechen.
Und wenn du mich fragst, Krieg ist das Letzte, was wir brauchen. Geld, Kristalle, das ist eine andere Geschichte. Deshalb wollte ich diesem tollwütigen Hund und seiner Schwester ein Ende setzen. Also, Pilger, hilfst du uns aus der Stadt oder was? Komm runter, Joe. Ich werde dich verdammt nochmal nicht beruhigen. Ich bin zur Verhandlung bereit. Pilger, zur nächsten sicheren Siedlung. Und keiner wird hier sterben. Ja, ich helfe euch. Ich kann euch aus der Stadt bringen, aber zuerst muss ich noch was anderes erledigen. Versteckt euch irgendwo und wartet. Klingt ziemlich riskant. Wer wagt, gewinnt. Er lügt, Jack. Es gibt keine andere Chance. Scheiße! Das gefällt mir nicht. Verdammt nochmal! Aber okay. Wir warten in den Tunnel auf dich in der Nähe vom Tango-Hotel. Wir schicken dir ein Signal, wenn wir dort sind. Gute Entscheidung. Jetzt gib mir den Sprengzünder, Jack. Ja, gib. Da wollte ich mir nicht noch ein bisschen mehr über Barney erzählen, Leute.